Einen schönen guten Abend, willkommen zur Zeit im Bild 2 am Pfingstmontag mit diesen Themen. Tod des Präsidenten, der iranische Staatschef Raisi stirbt bei einem Helikoptercrash gemeinsam mit dem Außenminister. Gnadenlos, Ebrahim Raisi hat die Politik und die Justiz des Iran über Jahrzehnte geprägt. Er war für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich. Live im Studio ist Iran-Experte Walter Posch. Dauerkarte. Seit zwei Jahrzehnten dominiert die Europäische Volkspartei das EU-Parlament und die EU-Kommission. Eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen ist dennoch alles andere als sicher. Im Studio ist Paul Schmidt von der Gesellschaft für Europapolitik. Gestern Nachmittag verschwand der Hubschrauber im dichten Nebel. Heute dann die Bestätigung. 9 Menschen, darunter der iranische Präsident und der Außenminister, sind tot. Die Delegation hatte im nahen Aserbaidschan einen Staudamm eingeweiht. Bei der Heimreise zerschellt der Helikopter dann in der Provinz Ost-Aserbaidschan, die Teil des Irans ist. Einer der Passagiere ist nach dem Absturz noch etwa eine Stunde am Leben und nimmt Kontakt mit dem Präsidialamt auf, ehe auch er seinen Verletzungen erliegt. Der Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi führt nun zu einer 5-tägigen Staatstrauer. Barbara Nesslinger. Es ist eine türkische Drohne, die in den frühen Morgenstunden den Absturzort ausmacht. Dichter Nebel hängt über dem steilen Hang. Der Hubschrauber ist in mehrere Teile zerbrochen. Die Leichen des iranischen Präsidenten, des Außenministers und weiterer 7 Passagiere müssen zu Fuß geborgen werden. Wir kommen von Gott und kehren dorthin zurück, trauert das iranische Staatsfernsehen. Präsident Raisi sei als Märtyrer im Dienste seiner Nation gestorben. Der oberste geistliche Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, ordnet eine 5-tägige Staatstrauer an. Die Amtsgeschäfte von Ebrahim Raisi übernimmt sein bisheriger Vizepräsident Mohammad Mokhber. Bei der ersten Kabinettssitzung erinnern Fotos an die Verblichenen. Es sollte jeder so weitermachen wie bisher. Dieser tragische Vorfall wird in keinster Weise die Regierung und unser Land beeinträchtigen. Am 28. Juni wird neu gewählt. Beobachter erwarten einen Machtkampf. Einen Machtkampf zwischen Hardlinern. Einen Kurswechsel Teherans wird es nicht geben. Da sind sich alle einig. Blumen vor der iranischen Botschaft in Moskau. Einen wahren Freund nennt Russland in einer Reaktion den iranischen Präsidenten. Schließlich ist der Iran ein wichtiger Verbündeter, gemeinsam gegen den Westen. Und das soll auch so bleiben. Freundliche Kondolenzen kommen auch aus China und der Türkei. Der Libanon ruft gar eine 3-tägige Staatstrauer aus. Etwas verhaltener reagiert der Westen. Ratspräsident Charles Michel drückt stellvertretend für die EU sein aufrichtiges Beileid aus. Der UNO-Sicherheitsrat gedenkt mit einer Schweigeminute des iranischen Präsidenten. Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten im Iran beginnen morgen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Schon heute kommen landesweit an mehreren Orten Hunderte zusammen zur orchestrierten Trauer für die Ausstrahlung im Staatsfernsehen. Wir sind alle traurig. Er war ein Präsident des Volkes und ein Präsident, der unermüdlich für uns gearbeitet hat. Wie unbeliebt die harte Hand dieses Präsidenten in großen Teilen des Volkes war, zeigt sich heute nur in sozialen Medien und im Ausland, wo Exil-Iraner den Tod des Hardliners bejubeln. Immer wieder wurde eben heute an diese brutale Rolle von Ebrahim Raisi erinnert, die er in der Geschichte des Landes gespielt hat. Der erzkonservative Hardliner regiert das Land seit 2021 in enger Abstimmung mit dem religiösen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Raisi hat 3 Jahrzehnte lang die Justiz des Landes bestimmt und soll für zahllose Verurteilungen und Hinrichtungen von Regimegegnern verantwortlich gewesen sein. Madeleine Grohmann berichtet. Ebrahim Raisi soll viel Blut an seinen Händen gehabt haben. Und das bereits vor seiner Präsidentschaft. Raisi war mehr als 3 Jahrzehnte in der Justizbehörde. Als Staatsanwalt ist er für zahlreiche Hinrichtungen verantwortlich.
2021 kandidiert Raisi für das Präsidentenamt. Er gilt als Hardliner und vertritt einen anti-westlichen Kurs. Die Wahlen im Iran sind aber weder fair noch frei. Und somit zählt vor allem, dass Raisi der Wunschkandidat des Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei ist. Aber das kennen wir doch vom Iran. Das ist doch seit Jahren so, dass es wirklich der Präsident wird, wer der vom obersten Regime auch anerkannt wird und mit denen auch zusammenarbeitet. Mit der Wahl von Raisi erlebt die iranische Politik einen Richtungswechsel. Das Land entfernt sich immer weiter vom Westen, das Atomabkommen gerät ins Stocken, die Befürchtung, der Iran könnte eine Atombombe bauen, wächst. Die Beziehungen zu Russland und China werden gestärkt. Der Iran gilt außerdem als wichtiger Unterstützer der radikal-islamischen Hamas. Im Schattenkrieg zwischen dem Iran und Israel unterstützt Raisi zuletzt einen Großangriff auf mehrere israelische Städte. Gleichzeitig schürt das Regime Angst innerhalb der eigenen Bevölkerung. Die Frauenproteste nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini 2022 werden gewaltsam niedergeschlagen. Hunderte Menschen werden getötet. Ein neues Gesetz soll die Kopftuchpflicht verschärfen. Es sieht lange Haftstrafen und Peitschenhiebe vor. Trotz seines harten Kurses war Raisi für einige Beobachter ein schwacher Präsident. Er galt als passiv, das letzte Wort hatte ohne dies der Religionsführer Khamenei. Raisi wurde als Nachfolger des mittlerweile 85-jährigen Politikers gehandelt. Mit seinem Tod dürfte somit nun ein Machtkampf um das wichtigste Amt im Land ausbrechen. Zuerst braucht es aber einen neuen Präsidenten. Die Nachfolgerfrage bleibt offen, weil der oberste Führer muss erstmal jemanden finden, der seine Linie fährt. Das heißt, in den 50 Tagen werden erstmal mit den Nachfolger intern unter geschlossenen Türen gesprochen und wird geredet, okay, bist du bereit, unsere Linien zu fahren? Oder bei der aktuellen politischen Lage müssen wir jemanden finden, der noch harte Linie fährt wie Raisi. Die Vorkommnisse der vergangenen Stunden, sie haben den Iran in Turbulenzen gestürzt. Live im Studio begrüße ich jetzt den Iran-Experten Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Posch, die USA sagen heute, Raisi sei ein Mann gewesen, der, Zitat, eine Menge Blut an seinen Händen hatte. Wie brutal war er? Na, während der Revolutionszeit und während des Iran-Irak-Kriegs waren die alle brutal. Also auch der Mir Hossein Mousavi, der Reformpräsidentschaftskandidat seinerzeit war, die waren alle nicht sehr fein. Was man ihm vor allem vorwirft, ist seine Rolle bei den Massakern 1988 an den politischen Gefangenen, überwiegend Kommunisten und andere Linke. Der frühere Außenminister Zarif macht heute indirekt die USA für den Absturz verantwortlich. Die Sanktionen hätten dazu beigetragen, dass der Präsident in einer alten Maschine abgestürzt sei. Ist der Iran so schwach, dass man nicht mal den eigenen Präsidenten sicher im Nebel transportieren kann? Zwei Sachen. Das erste ist, Zarif hat eine sehr elegante Formulierung gefunden, hat die USA angegriffen. Aber was er gesagt hat und was er wohl gemeint hat, war, das haben wir davon, wenn wir total isoliert sind. Ein echtes Embargo von den USA für Ersatzteile, es war ja amerikanischer Hubschrauber, kostet Menschenleben. Das ist selbstverständlich. Und das zweite ist, man hat offensichtlich zwar die Fähigkeit, Drohnen nach Israel und Raketen nach Israel zu schicken, aber ist nicht in der Lage, den eigenen Präsidenten von A nach B sicher zu bringen. Es stellen sich mehrere Fragen, warum bei diesem Wetter noch geflogen worden ist, mit welchem Fluggerät man da ausgekommen ist und so weiter. Es gibt doch einige Rätsel auf. Ist für Sie schon eindeutig, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat? Da könnte es theoretisch auch ein Attentat gewesen sein? Das glaube ich eher wenig. Also der Unfall ist die wahrscheinlichste Variante und die glaubwürdigste, weil erstens einmal die Maschine ja sehr alt ist. Es ist ein amerikanisches Produkt, das jetzt 50 Jahre auf dem Buckel hat sozusagen. Und weil die Fähigkeit bei den Revolutionsgarden, erinnern Sie sich daran, die haben ja vor 4 Jahren ein eigenes Flugzeug abgeschossen, eine Passagiermaschine. Da stellt sich schon prinzipiellere Fragen. Und ich glaube, dass das eher der langsamen Erosion der Fähigkeiten dieses Staates und insbesondere der Revolutionsgarden zuzuschreiben ist, die
zu diesem Unfall geführt hat. Aber muss das nicht im Westen noch mehr Alarmglocken als ohnehin schon schrillen lassen? Der Iran arbeitet an einem Atomprogramm. Die Verhandlungen rund um dieses Atomprogramm stocken weiter. Wie kann ein Land, das nicht einmal den eigenen Präsidenten sicher transportieren kann, eine solche Technologie weiterentwickeln? Ich glaube, dass im Westen die Alarmglocken schon länger schrillen und man sich sehr klug in Zurückhaltung übt, auch jetzt mit den Kondolenzen und so weiter. Man weiß, wie prekär die Situation jetzt in der gesamten Region ist und man arbeitet da sehr konstruktiv dran, dass nicht jeden Tag Alarmmeldungen im Westen kommentiert werden oder gesagt werden, ist an sich eine kluge Politik. Man muss dann eben bei der nächsten Phase und wahrscheinlich auch mit dem nächsten Präsidenten eine weitere Runde abwarten, vor allem auch abhängig von der Situation in den USA, wer dort Präsident wird. Innerhalb von 50 Tagen, Sie haben schon angesprochen, muss eine Neuwahl stattfinden. Ist eine Kurskorrektur innenpolitisch oder außenpolitisch im Iran zu erwarten? Außenpolitisch einmal nicht, und zwar nicht aus den Gründen, weil die jetzt so vor Selbstbewusstsein strotzen, das taten sie ja bis vor kurzem, sondern auch, weil die auch nichts mehr rauskommen. Die stecken in allen Konflikten fest. Egal wie sie, welche Rolle sie konkret spielen, aber die stecken in den Konflikten fest. Die können von der Hisbollah nicht davonlaufen, die kommen aus Syrien nicht raus. Dort ist es schon längst so, dass sie Teil der Konflikte sind, ohne sie wirklich bestimmen zu können. Sie können noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen und das war's schon. Und sie haben auch nicht unbegrenzt Ressourcen und auch nicht unbegrenzt Truppen und auch nicht unbegrenzt Freiwillige. Innenpolitisch hängt die Frage, wie man sich jetzt, sagen wir, den Frauen an den Kopftüchern gegenüber davon ab, was der jeweilige Präsident oder Präsidentschaftskandidat sich für die Wahlen verspricht, momentan einmal. Reise konnte ja seine Pläne überhaupt nicht durchdrücken und sein großes Projekt starb ja gleich in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft und das war der Ausgleich mit den iranischen Sunniten. Und ich fürchte, dass das Regime mittlerweile so weit verfahren ist, auch in seinen eigenen Abläufen, dass man halt immer wieder zwischen verschiedenen Radikalen auswählen kann, aber in der Politik halt so weiterdümpelt wie bisher. Einen Bereich, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die Rolle des Iran in einem momentan sehr brenzlichen Konflikt, nämlich jenem mit Israel. Ja. Vor wenigen Wochen erst hat der Iran Israel direkt mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. Was bedeutet jetzt denn dieser Absturz des Präsidenten für diese Krise? Also da war Raisi eher talentiert im Bereich, verschiedene schiitische Milizen zusammenzuführen, die im Irak sitzen. An sich ist diese Krise sehr stark von der Mentalität Khamenei geprägt gewesen, also sehr große Provokationen zu machen, aber eben so, dass die USA nicht direkt eingreifen. Und das ist ja Gott sei Dank bei diesem Angriff der Iraner auf israelisches Staatsgebiet niemand zu Schaden gekommen. Die größere Frage ist eben wirklich, was passiert, wenn Khamenei abtritt in den nächsten Jahren und wer da die Nachfolge wird. Die großen Kurskorrekturen werden, solange er noch lebt, nicht stattfinden. Khamenei ist jetzt 85, ja. Droht dann ein Machtkampf in wenigen Jahren? Bestimmt. Also bis jetzt hat ja eigentlich keine, im Gegensatz zur Präsidentschaft, wo alles klar nach Verfassung und sehr nachvollziehbar geregelt ist, ist die Nachfolgefrage vom Präsidenten zwar theoretisch, vom Revolutionsführer zwar theoretisch geregelt, war aber immer etwas, wo der richtige Machtkampf stattgefunden hat und wo die richtigen Machtblöcke aufgestanden sind. Da wissen wir einfach zu wenig über die neuen Generationen der Machthaber in Teheran. Spannende Zeit im Iran und für die ganze Welt damit. Herr Posch, vielen Dank für diese erste Analyse. Vielen Dank, schönen Abend. Und damit nach Straßburg und Brüssel. 7 Fraktionen gibt es im EU-Parlament. Seit mehr als 2 Jahrzehnten ist die Europäische Volkspartei die stärkste. Mit 178 Sitzen gehört jeder und jede 4. Abgeordnete der Volkspartei an. Aus Österreich führt Reinhold Lopatka die ÖVP in den Wahlkampf. Europäische Spitzenkandidatin ist Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin. Sie bemüht sich um eine 2. Amtszeit, aber ob sie die auch bekommt, ist alles andere als sicher. Sinan Erseg berichtet.
Reinhold Lopatka auf Wahlkampftour im Südburgenland. Nach dem Gottesdienst übt er sich in Volksnähe. So, jetzt gehen wir dann Kirtag, oder? Ja, sowieso. Der ÖVP-Spitzenkandidat möchte für die EU-Wahl mobilisieren, vielleicht auch über die Parteigrenzen hinweg. Sehr gut, das sind Rote und Schwarze. Das ÖVP-Urgestein Lopatka bekennt sich eigentlich klar zur Europäischen Union. Im Wahlkampf bezeichnet er die EU aber schon mal als überschießend, etwa wenn es um Detailfragen in der Forstwirtschaft geht. Ein Wink an die ÖVP-Stammwählerschaft. Und in diesem Wahlkampf kündigt die ÖVP auch noch den Kampf gegen das Verbrenner aus und den Green Deal der EU an. Ansonsten braucht es für Lopatka aber ein Mehr an Europa, wenn es etwa um einen gemeinsamen Binnen- und Kapitalmarkt geht. Und Sicherheit ist so ein Thema. Und auch was den Außengrenzschutz betrifft. Ja, nur wenn der funktioniert, dann kann der europäische Markt im Inneren voll zum Tragen kommen. Wenn in 11 Ländern der 27 Mitgliedstaaten und 16 Länder sind davon betroffen, Grenzkontrollen durchgeführt werden, dann kann ich nicht sagen, dass das System funktioniert. Die rechtsnationalen Parteien werden bei diesen Wahlen laut den Umfragen gehörig zulegen. Das wissen die Christdemokraten in Europa. Die Europäische Volkspartei und ihre Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen suchen deswegen die Nähe von so manchen Rechtsaußenpolitikerinnen. Hier vor allem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der postfaschistischen Fratelli d'Italia. Man zeigt sich geeint gegen die illegale Migration. Konservative in Europa versuchen so schon länger, rechte Wählergruppen zu gewinnen, sagt der Politikwissenschaftler. Es ist eben so, dass nicht nur in Österreich, aber vor allem in Österreich eben die FPÖ die Agenda setzt und dazu führt, dass sich sozusagen der gesamte Diskurs in Fragen der Asyl-, Migrations- und Außengrenzkontrollpolitik komplett sozusagen nach rechts verschoben hat in den letzten 10 Jahren. Und das ist maßgeblich ein Erfolg sozusagen der extremen Rechten, bei dem allerdings eben die etablierten christdemokratischen Parteien auch nicht widerstanden haben, sondern immer wieder versucht haben, Wählerinnen und Wähler aus der extremen Rechten zurück zu sich zu gewinnen. Für die derzeitige Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Anbiederung nach rechts aber auch ein eigennütziges Motiv. Sie möchte mit den Stimmen von rechts außen in ihrem Amt bestätigt werden. Ein gewagtes Kalkül, denn nicht einmal in der eigenen Parteienfamilie genießt sie die volle Rückendeckung. Auch der österreichische Spitzenkandidat und Fraktionskollege will sich nicht festlegen. Ich glaube, das ist wirklich verfrüht. Das ist meine Lehre vom letzten Mal. Weil das der falsche Eindruck erweckt worden, dass der Spitzenkandidat dann der Kommissionspräsident ist oder die Spitzenkandidatin. Denn nach der letzten EU-Wahl wurde Ursula von der Leyen von den europäischen Regierungschefs als Kommissionspräsidentin bestimmt, anstelle des eigentlichen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber. Die Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei Ursula von der Leyen haben wir im Rahmen unserer Serie mit den Spitzen der europäischen Parteienfamilien natürlich auch ins ZIP2-Studio eingeladen. Sie hat aber abgesagt. Bei mir begrüße ich jetzt aber Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schmidt, seit 25 Jahren ist die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion im EU-Parlament. Seit 20 Jahren stellt sie die Kommissionspräsidenten. Warum hat die Partei eine derart dominante Stellung in Europa? Weil sie die Mehrheit im Europäischen Parlament stellt und weil sie oft über viele dieser Jahre auch die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat gestellt hat. Immer wieder gab es Versuche, etwa von Emmanuel Macron, die sogenannte Spitzenkandidatenlogik zu durchbrechen. Also, dass die stärkste Fraktion die oder den Kommissionspräsidenten stellt. Auch Reinhold Lopatka, wir haben es gehört, von der ÖVP sieht das ähnlich. Gibt es eine relevante Mehrheit dafür in Europa? Ist das Spitzenkandidatensystem tatsächlich vorbei? Muss sich Ursula von der Leyen Sorgen machen oder hat sie den Job quasi fix? Also fix hat sie den Job nicht. Die Chancen stehen besser, dass sie es wird, als dass sie es nicht wird. Sie ist Amtsinhaberin, sie ist krisenerfahren, sie ist Favoritin, aber einen Selbstläufer sehe ich nicht. Letztlich entscheidet das der Europäische Rat und sowohl der deutsche Bundeskanzler als auch der französische Präsident halten sich bisher noch bedeckt. Es ist wahrscheinlich noch zu früh. Das heißt, sie braucht eine qualifizierte Mehrheit bei den Staats- und Regierungschefs.
Da sitzen natürlich Regierungschefs der EVP, also der Konservativen, genauso wie der Sozialdemokraten, aber auch der Liberalen. Aber es sitzen auch zwei Regierungschefs der EKR dort, das heißt der Europäischen Fraktion der Konservativen und Reformisten aus dem Europäischen Parlament. Und sie braucht einmal dort eine Mehrheit. Wenn sie diese Mehrheit hat, dann wird sie nominiert und dann braucht sie eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Und das war schon 2019 sehr knapp und das könnte dieses Mal auch knapp werden. Sie haben schon angesprochen, vor allem diese Mehrheitsbeschaffer von den Rechtskonservativen, die Fraktion EKR, die ist sehr, sehr umstritten, auch innerhalb der EVP. Ursula von der Leyen umwirbt Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, die die EKR anführt, sehr stark. Aber von der Leyens Vorgänger Jean-Claude Juncker, der vor ihr Kommissionspräsident war, warnt sie davor, mit ihr zusammenzuarbeiten. Mit diesen Parteien gebe es, Zitat, keine gemeinsame Zukunft. Wie groß ist der Spagat für von der Leyen? Also es ist natürlich eine Gratwanderung, aber schauen Sie sich das Zitat von Jean-Claude Juncker genau an. Er hat gesagt, mit vielen Parteien, die sich in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer zusammenrotten, kann es keine Zukunft geben. Das heißt, es gibt möglicherweise schon Parteien in dieser Fraktion, die für eine Zusammenarbeit geeignet sein könnten. Wir wissen nicht, wie die Fraktionen nach dem 9. Juni aussehen werden. Aber es gibt schon eine intensive Zusammenarbeit mit Fratelli d'Italia, also mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, aber auch mit Petra Fiala von der tschechischen ODS. Beide sind Regierungschefs, die im Europäischen Rat sind. Und sie braucht die Stimmen, um überhaupt eine Chance zu haben, eine Mehrheit zu bekommen. Lassen wir die Zukunft hinter uns, blicken wir in die Vergangenheit. Erst vor kurzem hat Ursula von der Leyen ja eine schwere Niederlage eingefahren. Es geht um den Verdacht der Freundelwirtschaft. Der langjährige EU-Abgeordnete Martin Pieper hätte einen Job erhalten sollen, obwohl er in den ersten Runden nicht der Bestgeeignete war. Hat von der Leyen für Parteifreunde Jobs erfunden? Ja, das muss man, glaube ich, Sie fragen. Und es wäre gut gewesen, wenn Sie heute hier Rede und Antwort gestanden wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass diese Jobs durchaus wichtig sind, aber es muss natürlich fair und transparent zugehen. Es gibt ein Auswahlverfahren, das muss gerecht sein und dann kann sich jeder bewerben und die Besten sollen zum Zug kommen. Der langjährige ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, immerhin Parteifreund von Ursula von der Leyen und überzeugter Pro-Europäer, hat sie zuletzt sehr scharf kritisiert und ihr die Überregulierung und überbordende Bürokratie vorgeworfen. Regelt die Kommission und die Europäische Union zu viel? Das hängt davon ab, wen Sie fragen natürlich. Aber letztlich ist es so, dass jede Entscheidung, die auf europäischer Ebene getroffen wird, von den Mitgliedstaaten getroffen wird. Das heißt, Österreich sitzt immer mit am Tisch und kann immer mitentscheiden, sich enthalten, dagegen entscheiden, aber muss sich zu Hause erklären. Aber es ist nicht so, dass eine abstrakte Europäische Union da draußen irgendetwas entscheidet und wir sind nicht involviert. Und tatsächlich ist es so, dass die Europäische Union mit vielen Krisen konfrontiert ist, mit großen Fragen konfrontiert ist und versucht, hier neue Standards zu setzen, neue Regeln zu setzen, um hier zu einer Lösung zu finden. Und natürlich, wenn es eine aktivere Europäische Kommission gibt, eine politischere Europäische Kommission gibt, dann gibt es auch stärkeren Gegenwind. Und das ist das, was wir gerade jetzt vor allem im Wahlkampf sehen. Der von der Leyen getragene Green Deal der Europäischen Union stößt zunehmend auch in der Bevölkerung, ganz besonders in konservativen Kreisen und Wählerschichten der EVP auf Widerstand. Die Bauernproteste etwa in Deutschland oder die ewige Debatte ums Verbrenner aus. Wie sehr hat denn Ursula von der Leyen da die Rückendeckung auch der konservativen Parteien, in denen diese Debatte dann zu Hause geführt wird? Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden das nach dem 9. Juni sehen, wenn die tatsächlichen Abstimmungen stattfinden und die Wahl der nächsten Kommissionspräsidentin oder des nächsten Kommissionspräsidenten. Letztlich ist das für Ursula von der Leyen kein Widerspruch. Es gibt keinen Green Deal ohne der Wettbewerbsfähigkeit und ohne der Wirtschaft. Das sind zwei Sachen, die gehören einfach zusammen. Und möglicherweise hat sie sich ein bisschen verkalkuliert und hat hier mit weniger Gegenwind gerechnet und mit weniger Widerstand gerechnet. Und hier, glaube ich, fehlt es an Kommunikation und an Dialogfähigkeit. Aber klar ist, bei dem Kampf gegen den Klimawandel sind 90% der Gesetze mittlerweile beschlossen. Und das sind europäische Gesetze, die rechtlich bindend sind und die umzusetzen sind. Und noch einmal, bei all diesen Entscheidungen gab es eine Mehrheit der EU-Abgeordneten und es gab eine Mehrheit der Mitgliedstaaten, die dazu gestimmt haben. Sagt EU-Experte Paul Schmidt in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen des Tages im Überblick.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat gegen den israelischen Premierminister Netanyahu einen Haftbefehl beantragt. Vorgeworfen werden Netanyahu unter anderem willkürliche Tötungen. Ähnliche Anträge gibt es gegen die Führungsriege der Hamas im Gazastreifen. Das Strafgericht verfolgt Kriegsverbrechen. Es hat keine Möglichkeit, Haftbefehle zu vollstrecken. Julian Assange darf gegen seine drohende Auslieferung von Großbritannien an die USA Berufung einlegen. Das hat der High Court in London entschieden. Die USA werfen Assange Spionage und die Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen vor. Nach der Schiffskollision auf der Donau bei Budapest ist der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes festgenommen worden. Ihm wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Das Schiff ist mit einem Motorboot kollidiert. Zwei Personen kamen ums Leben, weitere fünf werden nach wie vor vermisst. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung. Er könne inzwischen mit seiner Umgebung kommunizieren, teilte das behandelnde Krankenhaus mit. In der vergangenen Woche ist Fico bei einem Schussattentat lebensgefährlich verletzt worden. Tausende haben am Nachmittag in Graz das Fußballteam von Sturm Graz gefeiert. Sturm hat nach dem Cupsieg auch den Meistertitel geholt. Zum ersten Mal seit 1999 gehen beide Titel an die Grazer. Als Meister ist Sturm Graz fix für die Champions League qualifiziert. Herzliche Gratulation. Von dieser Stelle nochmal weniger meisterlich die Wetteraussichten. Tiefdruckwetter stellt sich morgen bei uns ein und die Niederschlagsprognose zeigt, dass es in und rund um Österreich wieder mal intensiv regnen kann. Es wird morgen somit zunehmend regnerisch, besonders im Osten und Süden sind kräftige Gewitter und teils große Regenmengen dabei. Es kühlt leicht ab. Auch die folgenden Tage bringen verbreitet regnerisches Wetter und Höchstwerte um 20 Grad. Weitgehend trocken und teils sonnig bleibt es wahrscheinlich im Osten. Das war die ZIP 2 für heute. Wir sind morgen Abend wieder wie gewohnt um 22 Uhr für Sie hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.